Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, ja, wir sind wieder auf unserem Heimweg zu unserer Mini-Fuzzi-Base, die momentan nur aus einem Röhrchen besteht und einem Schrank, immerhin. Ja, es ist stockfinster, stockdunkel. Dafür können wir wunderbar Mond und Sterne beobachten. Ups. Na nö, was war das denn jetzt? Ich glaube, ich habe Wasser geschluckt. So. Wir schwimmen mal nach Hause. Wir sind gut versorgt. Wir haben ein bisschen was zu essen mit. Wir haben ein bisschen was zu trinken mit. Das wird alles reingeschmissen in den... Oder einiges davon wird reingeschmissen in den Kasten, in den Schrank. Ich hoffe, ich kann jetzt endlich mal Strom produzieren. Ich will versuchen, diese Solargeschichte zu bauen. Ein Bett wäre auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass ein Bett bewirkt, dass es dann wieder Tag wird, dass man quasi die Nacht überspringen kann. Das wäre ganz schön. Ich glaube, ich kann noch kein Bett. Ich kann nur einen Schreibtisch und so einen Graffel. Ja. Egal. So. Aber mir ist wichtig, mal eine Base zu haben, die etwas weiter weg ist von unserer Rettungskapsel, weil wenn wir dann da hinten das Eck erkunden wollen, dass wir also recht kamott an Nahrung und Wasser kommen. Jo. La la la. La la la. Außerdem haben wir hier immer das Glück, dass hier diese Bäumchen gibt. Und da können wir super klasse Früchte ernten, die uns Wasser und Nahrung zugleich spendieren. Jo. So, jetzt muss ich mal kurz abtauchen, weil sonst finde ich mein Zuhause nicht mehr an. Bin ich schon vorbei? Ich glaube nicht da hinten irgendwo, ne? Boah, also wenn es so finster ist, ist nichts lustig. Da ist es. Ich brauche unbedingt ein Licht. So, da sind wir wieder. Ja, so viel zum Licht, ne? Also, jetzt könnte ich mal das machen, was ich schon letztes Mal machen wollte. Hä? Warte mal. Warum? Ach, wegen einem Kasten geht's nicht, wahrscheinlich. Ernsthaft? Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Okay. Kann ich den verstellen? Ich schätze nicht, ne? Scheiße. Ich muss mal kurz Luft holen. Scheiße. Okay. Das wollte ich nicht. Wenn ich den jetzt demontiere, ist jetzt alles, was ich drinnen habe, kaputt. Ich befürchte, ne? So, Luft haben wir jetzt genug. Das ist jetzt doof. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geht dann jetzt gar nichts mehr hier? Tatsächlich, es geht nichts. So separat würde wieder gehen. Das ist aber doof. Außer ich muss dann die Luke zuerst bauen. Geht auch nicht. Wahrscheinlich wegen diesem blöden Kasten, ne? Jo. Dann bauen wir es halt anders, ne? Wenn er nicht will. Oh Gott. Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. So, das zuerst. Das klappt? Nö, so ist das nicht gedacht. Nee, so ist das nicht gedacht. Das muss schon darüber. Da geht sich jetzt eigentlich nur ein Fenster aus, ne? Ja, da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen, ne? Schauen wir mal, was passiert. Na, ich will das kaputt machen. Hallo?
geht's jetzt nicht, weil Sachen drinnen sind. Und rausschmeißen darf ich es jetzt auch nicht. Okay. Na gut, dann... Okay, das muss man alles... Das müssen wir erst alles wissen, ne? Dann baue ich hier noch einen kleinen Wand-Dings hin. Luft muss ich holen. So. Dann zerlege ich den großen Kasten. Also jetzt baue ich zuerst mal alles. Jetzt tausche ich mal zuerst alles um. Stopfe dann das alles in den kleinen Kasten. Das ist so dumm. Ich hätte gleich einen größeren bauen können. Wäre auch wurscht gewesen, ne? Wer ist ausgegangen? Tatsächlich, wer gegangen? Weißt du was, dann machen wir den nochmal hin. Ich bin kompliziert. Ich bin kompliziert. Was? Ich bin kompliziert, ich kann überhaupt nichts dafür. So. So. So failen, das ist halt echt... Das kann halt nur die Zocki. So. Zuerst bauen. So, jetzt können wir bunkern. Das tun wir weg. Ein Wasser wollte ich da lassen. Das kann ich da lassen. Ein Essen und ein Medikit. Und jetzt müsste das sich ausgehen. Dass ich das alles hier... Oder fast alles. So. Hier mitnehmen. Also hier... Nein, das Salz brauche ich noch. Das Salz brauche ich noch. Aber das Lithium könnte ich mitnehmen. Silber, Gold. Jo, Essen, Trinken, Medikit haben wir da. Passt. So, jetzt haben wir es gleich. So. Jetzt kann ich den zerstören. Genau, er muss leer sein. Dann geht's erst. Passt. So, und jetzt müsste das doch passen, oder? Haben Sie noch irgendwelche Einwände? Sie komisches etwas. So, ich gehe mal wieder raus. Unglaublich, ne? Ein bisschen Luft holen und dann versuche ich das jetzt ein bisschen auszubauen. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ansonsten darf gar nichts drinnen sein. Damit das funktioniert, könnte auch möglich sein. Dann habe ich echt ein Problem. So. Also. Nochmal. Ich hätte gern dieses Tee... Na, jetzt geht's. Das war echt tatsächlich der Kasten schuld. Der blöde Kasten. So. Wobei, hier könnte ich mir eigentlich schon das hier erlauben. So. Den kann ich schon mal bauen. Titan habe ich genug mit. Glas fehlt mir halt noch. Blub. Ist wurscht. So. Das wollte ich hier hin. So, da war ich jetzt gerade im Weg. So. Blub. So. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir hier noch ein Fensterchen einbauen. Da bauen wir. Was haben wir da? Verstärkung. Achso, das ist für später. Oder geht das jetzt auch schon? Achso, die Verstärkung ist hier gedacht. Ah, für die Fenster. Erhöht die Hüllenstärke. Aha, okay. Das geht überhaupt nicht. Okay. Glas fehlt halt. Wow. Autsch. Luft muss ich holen. So. Jetzt wollte ich Solar bauen, ne? Jetzt habe ich eigentlich zu viel... Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich zu viel Titanium verbraucht. Nix gut. So, warte. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Falsch. So, hier. Und zwar da. Und zwar das. Quarz fehlt und... Was war noch? Kupfererz. Das haben wir eh alles da. Also kein Stress. Ich muss nochmal kurz rein. Und das Zeug holen. So, also. Ich brauche Kupfer. Ich brauche... ein Blei. Na, was war's? Quarz. Verdammt. Ich und mein Merken. Quarz war's, ja. Passt eh, Zocki. Quarz. Würdest du das wegmachen? So. Ein bisschen Quarz. Das da. Richtig. Gut gemacht, Zocki. So, raus wieder. So, und gleich lupschen. Wie bauen wir das jetzt an? Oder wo muss das hin? Ah, das geht so rauf. Und da... Das geht? Echt? Ich will es jetzt mal probieren.
Okay, das klappt tatsächlich. Power restored. All primary systems online. Der kann Wasser? Also der kann das Sonnenlicht im Wasser nutzen. Ja, cool. So, dann ist jetzt nur noch das mit der Luftpumpe eigentlich, ne? Da würde ich sagen, machen wir das ganz elegant. Da so hin. Da. Blub. So. Und... in ein angeschlossenes Leitungssystem. Pumpt Sauerstoff von einer Basis mit aktiver Energieversorgung in ein angeschlossenes Leitungssystem. Ach so. Hä? Ich muss mal kurz was testen. Ob ich jetzt schon Sauerstoff habe. Welcome aboard, Captain. Jo? Tatsächlich, jetzt haben wir Luft. Das Geräusch ist etwas komisch, aber wir haben Luft. Ja, Fisch. Das ist Fisch. Ja, jetzt fühlt man sich schon bald wie zu Hause. Sehr schön. Was kann man dann noch bauen? Licht brauchen wir nicht, da ist da genug. Aber von außen vielleicht. Für alle Umgebungen ausgelegt. Tatsächlich. Ja, Glas und Titan, das wir brauchen. Okay. Lebensform, Zuchtbehälter, Kernreaktor. Achso, das kann ich noch nicht. Das sind die Bestandteile noch nicht bekannt. Computerchip, Fasergewebe, Silbererz, Titan. Weil dieses Medikit, bla bla, müssen wir machen. Dieses Kommunikator-Dingsbums wäre geil. Und dieses Fabrikatsgeschichtel. Tischkorallenprobe ist kein Problem. Titan und Gold. Gold haben wir, glaube ich, da. Gold ist, müsste da sein. Gold ist da, passt. Dann kann ich sagen, das kann wieder hier hin. Salz nehme ich wieder mit, weil wir sind eh schon wieder durstig. Ich muss eh zurück. Ich muss... es sollte eigentlich... Was war denn das jetzt? Habe ich jetzt... Ah, ich habe einen rohen Fisch gefressen, glaube ich, ne? Schlau wie ich bin. ja. Das war Absicht. Ich muss zurück. Ich muss was zu essen organisieren und wir brauchen was zum Saufen. Gut. Habe ich hier jetzt, habe ich hier, Wasser habe ich gebunkert, ne? Eine Partie, ja, Wasser und was zum Essen, aber Kleinigkeit und Dings, gut. Das ist schon mal ein Anfang. Strom haben wir jetzt, Luft haben wir, das passt perfekt. So, jetzt fehlen nur noch die anderen kleinen Teile, sage ich jetzt mal. Aber das kriegen wir dann schon hin. So. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Salz anfinde, wäre ich auch nicht böse. Ui. Da haben wir wieder so ein Gelee-Dingens. Das nehmen wir gleich mit. Da schaut oft aus, als wenn was wäre, ist aber nichts. Bling, bling. Bling, bling. Oh, was ist denn das Blaues? Wieder so ein Kreaturenei. Na, das lassen wir. Obwohl, ich soll es eigentlich mitnehmen, ne, damit sich diese Biester nicht vermehren. Was bist denn du? Ausschauen tut schon cool, aber... Ja? Au. Hammer. Perfekt. So, Messer ist bereit. Falls das Mistviech nochmal kommen möchte. So, was haben wir denn da Schönes? So. Ja, Kalorienaufnahme. Jawohl, wir sind hungrig. Ich habe aber nichts. Ich wollte eigentlich zurück. Ich freue mich auch schon drauf, wenn wir jetzt dieses Aquarium dann haben. Weil. Da mal noch ein Erzilein. Tom.
Weil, wenn wir, sobald wir Essen machen können, sind wir auch schon wieder gerettet. Dann haben wir immer. Dann haben wir unsere eigene Zucht. Kann man dich eigentlich essen? Ich glaube nicht, ne? Au. Gut, ich sollte nach Hause. Wo ist meine Rettungskapsel? Da drüben. Salz habe ich jetzt auch ein kleines Stück gefunden. Da gibt es ganz viel Salz sogar. Schade ist, dass man diese Monstereier da nicht braten kann, ne? So, brauche ich jetzt. So, da muss ich ein bisschen was mitnehmen. Ja, passt. Weil wir brauchen ja dieses Ding für die Batterien auch, ne? Das möchte ich zumindest machen. So, schade, dass man aus den Eiern da nichts kochen kann, wollte ich sagen. Gusch. So. Nix wie heim. Ich habe halt die Hoffnung, wenn man eine große Energiezelle hat, dass die sich mehr bringt als die Batterie. Aber ich glaube, die Energiezelle brauchen das nicht spezielle Geräte? Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht. Egal. So, wir schwimmen mal schön zurück. Wir haben unten, glaube ich, eh noch ein Wasser und so gebunkert. Das nehmen wir jetzt gleich wieder. Dann stellen wir auch gleich wieder neues Wasser her. Da brauche ich nur noch diese Korallendingens. Aber vorher muss ich noch dieses Silikongummi bauen, weil ich habe jetzt ein bisschen Pflanzenwerk mit. Jo. Da, 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 da. Ja, ja. Ich habe aber, glaube ich, nichts mehr. Wasser habe ich auch keins mehr, ne? Na, nur mehr Medikits. Oh, das könnte ich aber auch verwenden. Zack. So. Schwimm, mein Freund. Schwimm, schwimm, schwimm. Aber wie gesagt, wir haben unten eh was gebunkert, Gott sei Dank. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich etwas fangen kann. So. La 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 und essen. Ich will da rein. Danke. Einmal und das dann. Was genau? So. Einmal essen, einmal trinken. Also irgendwie hat das mit dem Essen überhaupt nicht hingehauen. Warum eigentlich? Würdest du das aufmachen? Nahrung minus 25. Das verstehe ich nicht. Warum Nahrung minus? Jetzt werde ich sterben, ne? Deswegen. Da komme ich manchmal echt nicht mit. Wo kriege ich denn jetzt so schnell einen Fisch her? Das verstehe ich oft nicht. Ja, ja, ist ja schon gut. Da brauche ich auch eins. Dich konnte man gut essen. So. Jetzt schnell nach Hause. Das Kochen probieren und dann essen. Ist das ein Bug? Normal, wenn Sachen gekocht sind, müsste das doch klappen. Gekocht. Da, plus 16. Geht ja. Irgendwie komisch gerade. Egal. Scanner brauche ich nicht. Grundmaterialien. Einmal die Chlorbleiche. Dann brauche ich Fasergewebe. Silikon habe ich gesagt, ne? Fasergewebe brauchte ich für irgendwas. Silikongummi, ach, das war das. Da brauchte ich die Frucht von dem Ding, genau. Egal. So, wir machen jetzt destilliertes. Destilliertes Wasser, ja. Aufpassen, was ich sage. So. Da können wir jetzt mal einen ordentlichen Schluck trinken. So, das zu dem passt.
Was, den kann man auch essen? Gelsack. Ah, den konnte ich ja, mit dem konnte ich ja was bauen, oder? Medikit. Ich hab's vergessen, wofür dieser Gelsack war. Ah, hier. Genau. Und Rubin darf ich noch brauchen. Den habe ich noch nicht. Glaube ich. Na, hier ist auch kein Rubin. Nein, das habe ich nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Außer Essen suchen wäre jetzt mal nicht schlecht. Das Medikit nehmen wir mit. Essen suchen wäre nicht schlecht. Titan suchen wäre nicht schlecht. Ich brauche bitte einen Fisch, den man essen kann. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das Ganze so schwierig ist. Ehrlich gesagt. So. Das Wasser kann ich wieder hier rein tun. So. So. Den kann ich wegschmeißen. Der ist so schädlich, der... Der ist so scheiße, dass ich den wegschmeißen kann. Das brauche ich nicht. Hätte ich das gewusst, ey. Jo, schön und gut. Was zu essen, ja. Was zu essen. Was zu essen, das sagt das immer so leicht. Teichen? Nein. Scheiße. Scheiße, scheiße. Jetzt habe ich ihn. Den müsste man eigentlich auch essen können. Bilde ich mir ein. Oder auch nicht. Ich habe hier herum, glaube ich, schon alles leer gefischt. Es ist auch irgendwie doof, dass man hier keine Seealgen oder irgend sowas essen kann. Oder kann man schon? Und ich weiß es nur noch nicht. Ich muss auf jeden Fall schnell was kochen, weil sonst verhungere ich hier noch. Haben wir hier auch was? This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay. Jo, die bauen wir auch gleich. Chlorbleiche, dann können wir noch ein bisschen Wasser machen. So. Passt. Du bist nahrhaft, das ist gut. Ja, kann man ja mittlerweile nicht mehr so sicher sein, ne? Einmal Salz hätte ich noch, einmal kann ich das noch machen. Gut. So, und ein bisschen was zu essen wäre noch nicht schlecht. Aber ich befürchte, ich habe hier die ganzen Viecher bereits... verknuspert. Passt ein. Haben wir schon mal. Dann das nehmen wir mit. So. Da drüben werden ein paar Klubschiss. Vielleicht erwische ich einen. Ach Gottchen. Einer hätte mir schon gereicht. Du bist nichts zum Essen, oder? Oder doch? Wohl? Ein Klubschi sogar. Passt. Dann könnte ich mich trauen, wieder nach Hause zu schwimmen. Wobei ich würde noch ein, zwei Fische mehr brauchen. Für unterwegs. Trinken hätte ich jetzt eh, aber zu futtern, ne?
Naja, egal. So, dann kochen wir den da nochmal. Und den da. Sehr gut. Und dann können wir noch was futtern. 21, 32, den essen wir weg. Und noch einmal. So, jetzt ist aber Ruhe. Jetzt sind wir mal wohl genährt. Und den Fisch, den packen wir da unten hin, so als Notration. So, aufmachen, aufmachen. So, der kommt da rein. Wasser, Dingens haben wir einmal Wasser. Ich versuche nochmal so ein Glubschi oder so zu fangen. In der Hoffnung, dass das klappt. Alter, komm her. Komm her. Jawohl, haben wir. Ah, noch ein Glubschi. Einer noch. Ui, 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 ui. Boah. Ah, dieses Hakenschlagen. Wir haben komplett verloren. Ja. Kann man nicht sagen. Das habe ich gut hinbekommen, oder? Jetzt haben wir. Jawohl, das passt. Die brate ich jetzt noch. Dann das Wasser mache ich noch schnell. Und dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir wieder auf Titanenerzjagd. Und dann bauen wir wieder weiter, würde ich sagen. So, ich kann die Taschenlampe wegtun. Ja, Zocki, das kannst du. So, also, Kocher. Wer hätte gedacht, dass so ein kleiner Fisch so nahrhaft sein kann, ne? So, das passt schon mal. Und nochmal die Chlorbleiche, wenn möglich. Jawohl. Und nochmal als ausständiges Gsifferl. So, zwei halt in dem Fall. Einmal, zweimal, passt. Gut. Das hätten wir. Jetzt haben wir ein bisschen gerüstet. Jo, ein bisschen gerüstet, das passt. Medikit haben wir auch, das wird noch hergestellt. Glaube ich. Ja. Steht im Kreis drinnen, Zocki, du musst nur lesen. So. Diamanten haben wir sogar gefunden. Jetzt wollte ich noch schnell wissen, wozu habe ich denn bitte dieses... hier fürs Medikit. Computerchip, genau, den müsste ich auch noch basteln. Und Silbererz habe ich, glaube ich, auch vor Ort. Warte. Ein Computerchip wollte ich basteln, genau. Was brauchte ich denn dafür? Warte. Servus. Ein Computerchip. Fällt das unter Geräte? Ich glaube eher Elektronik, oder? Da. Tischkoralle und Kupferdraht. Haben wir noch eine Tischkoralle da? Na, aber ein Kupferdraht hätte ich. Die Tischkoralle ist normal, glaube ich, nicht so schwer zu finden. Das haben wir gleich. Glaube ich. So, haben wir hier etwas drinnen, was gescannt werden kann? Nein. Eine Tischkoralle. Du bist Scheibenkoralle, genau. Da war das nicht eine Tischkoralle? Ja, bingo. Sehr gut. Okay. So, jetzt können wir das, glaube ich, schon herstellen. Tischkoralle passt. So, nichts wie zurück. La 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 la. La 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 la. So, dann haben wir das auch schon. Dann können wir auch schon in der Base. In der Base. Können wir dann das schon herstellen. So, servus. Geht nicht. Zwei brauche ich. Ach, gekommen. Ich dachte eine. Dann nehmen wir halt zwei. Wenn eine zu wenig ist, dann nehmen wir halt zwei. Nee. Grummel. Echt. Zeitverschwendung. So, hier war das. Gib her das. Zack. So, her mit der. Nee. So.
Wenn ich schon mal da bin, gibt es hier zufällig... Ich wollte es mal probieren. Ich wäre jetzt fast gestorben, deswegen. Ich dachte, wenn ich schnell genug bin und das vorher schon kaputt mache. Aber das war ein Schuss in den Ofen. Ja. So wie es ausschaut, Titan. Und das kann, glaube ich, nicht nachspawnen. Sollte es doch gehen, dauert es wahrscheinlich ewig und 3 Jahre. So. Gut. Der Part ist auch zu Ende. Dann würde ich sagen, wir bauen noch schnell diesen Computerchip und dann beenden wir den Part. So, jetzt möchte ich doch endlich mal alles haben, oder? Ist schon Zeit. So. Ja, schaut gut aus. Elektronik, Computerchip, tada! Super. Wahnsinn. Das heißt, ich kann jetzt da nochmal kontrollieren. Ich kann das Medikit bauen mit dem Silbererz, das ist dort. Genau, so das. Tischkoralle und Gold. Ich brauche noch eine Tischkoralle und Gold habe ich auch vor Ort. Silbererz nehme ich sicherheitshalber eines mit, weil ich glaube, hier müsste noch welches sein. Glaube ich. Nein. Ich habe nur Gold. Dann nehme ich ein Golderz sicherheitshalber mit. Glas nehmen wir mit, alles. Das brauche ich eh vor Ort. Kupfer lasse ich noch da. Ja, dann müsste das Silber, ich hoffe, drüben sein. Gut. Dann beenden wir mal den Part. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.